Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Heute, wie im Titel es schon steht, machen wir wieder ein Ticket-Opening. Wir haben so einige Tickets rumliegen, aber zuerst mal etwas Wichtiges. Ich nehme ja die Videos immer einen Tag davor auf, damit ihr es am nächsten Tag, also dieses Video, am Dienstag am Nachmittag sehen könnt. Hicks, und nicht erst am Dienstag am Abend, ne? Okay, heute, wenn ich das Video aufnehme, also am Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein riesiger geiler Livestream von Bandai Namco auf Twitch gewesen. Also wenn ihr das Video seht, ist es schon gewesen. Dort wurde auf jeden Fall mindestens etwas zu Dragon Ball Xenoverse 2 und zu Dragon Ball FighterZ angekündigt. Alle spekulieren aber darauf, dass womöglich auch ein neues Spiel angekündigt wird. Ich weiß es jetzt leider noch nicht. Ich kann leider auch nicht bis 1 Uhr nachts wach bleiben und mit euch gemeinsam das ansehen. Da ich noch immer diesen scheiß Job habe und nicht hier bei euch sein darf, leider, das ist echt schade. Und ja, leider verpasst man dieses Live-Event sozusagen, aber wenn es da etwas Interessantes gab, kommt heute Abend noch ein geiles, großes News-Video zu dem Livestream. Also unbedingt heute noch dranbleiben am Kanal, später kommt noch eine News-Folge, wenn in diesem Stream etwas Geiles gezeigt wurde. Viele spekulieren darauf, wie gesagt, dass noch ein neues Game kommt. Es könnten auch sein News zu Dokkan Battle, zu Dragon Ball Legends und so weiter. Bandai Namco ist ziemlich groß und es geht aber rein um Dragon Ball. Also ich bin sehr gespannt, was es da geben wird, beziehungsweise jetzt schon gegeben hat, wenn ihr das Video seht. Ich wollte es nur kurz erwähnen, dass auf jeden Fall später danach was kommt. Und wir werden jetzt mal ganz in Ruhe, also heute am Dienstag hätte ich auch schon die 7 Tickets, aber bei mir ist gerade Montag, wie gesagt. Und wir können die ganzen normalen Tickets ziehen hier noch und die 16 einzelnen Tickets. Leute, los geht's. Wer bis zum Ende dran bleibt, by the way, ich habe hier neben mir ein paar Spoiler liegen. Das wird, glaube ich, einigen von euch interessieren. Die schauen wir zum Ende des Videos an. Aber jetzt, Leute, erstmal hier müssen wir ganz in Ruhe mit dieser 20er-Ziehung hier eine Mai ziehen, würde ich mal sagen. Ne? Eine Sparking Mai kann man mitnehmen. Nehme ich, ne? Danke dafür. Schauen wir mal, ob wir das Glück haben, ne? Und warum heute ein Ticket-Opening? Weil ich gerade im Real Life argen Stress habe. Und deswegen ein ruhigeres Video, wo ihr euch wieder Kaffee, Wodka, Energy Drinks und so weiter holen könnt. Und eben, wie gesagt, weil später zu 99% noch ein News-Video kommt. Ich bin sehr gespannt, was Bandai Namco angekündigt hat. Ich weiß es, wie gesagt, jetzt in dem Moment leider noch nicht. Und wie gesagt, ich wünschte, ich könnte da mit euch das gemeinsam ansehen um 1 Uhr nachts. Wir beginnen mit einem Cell. Das war jetzt nicht Mai, ne? Das war jetzt nicht Mai. Nö. Würde ich mal sagen, das war jetzt nicht Mai. Dann ziehen wir halt hier raus einen Broly, ne? Ist auch okay. Nehme ich auch. Ich nehme auch für 20 Zeitgestalt einen Broly, ne? Überhaupt kein Problem, ne? Ja, Cam. Überhaupt kein Problem. Nehme ich, ne? Und Rapid, geh mal zum Friseur. Ja, ich weiß, danke. Warten. Ich komme gerade überhaupt nicht zeitlich mit irgendwas irgendwo hin. Täglich treffen bei mir neue Boxen ein. Ich habe sehr viel in Japan bestellt. Für richtig geile Openings, ne? Also ich bin gerade ein bisschen stressed. Wir ziehen einen Nappa. War jetzt auch nicht so geil, ne? War jetzt kein Broly. Verstehe ich nicht. Dann halt, ne? Ziehen wir jetzt hier raus einen C17. Nehme ich auch, ne? Und wie wir im letzten Video gesehen haben, und drei Kapseln. Im Video gestern, ne, im Video am Sonntag, müsste es gewesen sein, dass wir uns alle meine Helden angesehen haben. Und ihr habt die gesehen, ne? Ich könnte einige Helden noch ziehen, die dann Stern hochgehen. Das wäre ziemlich geil, ne? Das wird leider eine Extreme-Karte. Aber immerhin eine Extreme-Karte. Dodoria! Oh, geht ein Stern hoch? Nice! Dodoria, 4 Sterne. Sehr sexy. Nehme ich. Dankeschön. Super fürs Freezer-Team nämlich. Mega geil. Leute, jetzt haben wir noch die 16 Tickets vor uns. Kann ich mein Glück beibehalten? Und jedes Mal aus diesen ganz normalen Tickets, wo überhaupt keine erhöhte Chance ist, das ist wie eine 100er Zeitgestaltierung, kann ich wieder eine Sparking rausholen? Das wäre ziemlich geil. Das wäre echt geil. Bin gespannt. Bin gespannt. Ah, schlechter Anfang. Wir hoffen mal auf Vegeta, ne?
Und wisst ihr, was lustig ist? Ich habe ja schon oft geredet jetzt von euch, warte auf ein Paket von Japan. Das ist noch immer nicht da, das, was ich am meisten warte. Das hängt im Zoll fest. Danke, Zoll. Danke. Aber immerhin, Leute, glaubt mir, wir haben so viel zu auspacken. Raditz! Also, wenn ich heute nicht mindestens eine Pan ziehe, bin ich traurig. Muss ich sagen, wenn schon keine Sparky, dann eine Pan. Das muss mindestens drin sein. Ne? Mindestens. Sonst könnte ich hier ein bisschen Wein anfangen. Aua. Oh, ich glaube, unser Goku ist jetzt um die Uhrzeit gerade am Montagabend nicht mehr so in Form. Sieht nicht gut aus. Vielleicht braucht er ein Rebull, was ihm Flügel verleiht, ne? Wer weiß. Ein Picon. Du bist keine Pan. Aber der Anfangsbuchstabe passt schon mal, ne? Und ja, wir werden alle einzeln öffnen. Ich habe immer sehr, sehr Angst bei 10er-Öffnungen. Morgen, by the way, ne? Mittwoch kommt sicher auch wieder ein Dragon Ball Legends Update. Gucken wir uns auch wieder an. Ich weiß noch nicht, wann diesmal am Mittwoch. Ich muss mich länger arbeiten als normalerweise. Und mal gucken. Auf jeden Fall Mittwoch kommt das Update-Video dann natürlich. Sobald ich zu Hause bin. 1% Chance. Nein. Son Goku. Ich habe auch schon wieder vergessen. Wir öffnen jetzt noch 3 Tickets. Dann gehen wir mal ganz kurz gucken. Denn eine Karte, ich glaube es war dieser Goku, ist die erste Hero-Karte, die wahrscheinlich auf 7 Sterne geht. Ne? Nur durchs Ziehen. Aber komm, Goku. Wir wollen doch heute wenigstens mal eine Sparky. Und Power. Gib sie. Oh. Er will heute echt nicht, ne? Er will uns auf die Folter spannen. Yamcha, willst du mich verarschen? Schlechter geht's ja gar nicht. Gott. Also, wenn man so Sachen in der Hand hält, ist das schon ziemlich geil, ne? So, eine Kapsel. Sieht er echt nicht gut aus, ne? Er ist nicht bei der Sache. Er muss sich mehr konzentrieren. Goku, enttäusch mich bitte. Vegeta. 1% Chance. Ah. Oh. Zarbot. Läuft heute noch nicht so mit den Tickets, ne? Letzte Ticket, dann gucken wir mal kurz nach. Aber ich glaube, dieser Son Goku ist die Karte, die ich zurzeit am höchsten habe von den Heroes, ne? Wieder nur eine Kapsel. Haben wir gerade eine schlechte Uhrzeit? Man hat ja oft das Gefühl, dass man um gewisse Uhrzeiten eher was zieht als sonst. Ich kenne das. Und schreiben auch oft Leute in die Kommentare, ich kenne das. Aus früheren Games schon, dass ich noch klein war sozusagen. Es ist immer, ja, ist Gefühlssache. Und, ne Pan, immerhin. Leute, das Opening ist gerettet. Das News-Opening ist gerettet sozusagen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz rein. Ich bin gerade selber sehr, 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 sehr neugierig. Charaktere. Grenzüberwindung. Und ja. Dieser Goku hier ist unsere höchste Hero-Karte. Ich bin gespannt, wann wir den nur durch Ziehen auf 7 Sterne kriegen. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Muss ich ehrlich gesagt gestehen, ne? So, jetzt noch 10 Einzelziehungen, wie gesagt, genießt es. Chillt ein bisschen, ne? Cool down. Vielleicht ziehen wir noch einen Sparky. Ich glaube, ein Future Trunks wäre nämlich ziemlich geil. Also der grüne. Der geht, glaube ich, einen Stern hoch. C17 auf jeden Fall. C18 nicht. Freezer. Weiß ich gerade gar nicht. Boah, ich überlege gerade, welches Sparking wir halt noch am ehesten brauchen. Falls wir eine ziehen, ne? Sieht mich heute echt nicht gut aus. Ist mein Glück für den heutigen Tag aufgebraucht? Kann gar nicht sein. Der heutige Tag war nämlich scheiße. Also, muss ich ja wenigstens hier in Dragon Ball Legends Glück haben, oder? Wir hatten heute noch keinen Super Saiyajin, oder? Nö. Goku, schäm dich. Alter, verwandle dich in einen Super Saiyajin. Das hier ist kein Training, das ist keine Übung. Jeez. Es sieht gerade echt schlecht aus, Leute. Goku, du sollst nicht trainieren. Verwandle dich jetzt bitte in den Super Saiyajin. Dankeschön. Echt, kotzt gleich, ne? Ich kotze gleich. Es sieht heute echt schlecht aus. Das könnte mein, ja, schlechtestes Ticket-Opening werden.
Wir hatten letztens erst ein sehr, sehr schlechtes Opening. Im Future Gohan Banner. 3000 Zeitkristalle, nichts gezogen. Habe ich mein komplettes Glück Ende 2018 aufgebraucht? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Ich hoffe nicht. Wenn ich mein Glück schon Ende 2018 aufgebraucht habe und 2019 davon nichts mehr übrig ist, das wäre jetzt ziemlich kacke. Ne? Das wäre ziemlich kacke. Gib uns wenigstens eine Sparking, damit ich weiß, es ist alles okay. Oder verwandle dich wenigstens einmal in den Super Saiyajin. Was tut der heute? Was tut der heute? Goku! Goku! Schäm dich! Cell! Goku, du hast jetzt nur noch 6-mal die Chance, mir gefälligst wenigstens den Super Saiyajin zu zeigen. Du kannst es, Goku. Ich glaube an dich. Kann mal jemand Goku in den Arsch treten, bitte? Dankeschön. Was ist denn heute mit ihm? Kein Super Saiyajin. Das hat mir, glaube ich, auch noch nie, ne? Oh Gott, und dann schon 2 Yamcha gezogen. Aber erst eine Pan. Was ist hier los? Ist das ein Zeichen, dass Mittwoch etwas so krasses kommt, dass ich mein komplettes Glück am Mittwoch brauche? Wer weiß? Wer weiß? Ich weiß es heute am Montag leider noch nicht. Immerhin besiegt heißt aber noch nicht, dass man etwas... Super Saiyajin! Okay. Ruhig bleiben. Tief durchatmen. Schluck deinen Kakao runter. Los geht's! Nein, das wird nichts für ihn gerade. Nein, das wird das Sparking! Mein Glück ist noch da! Nehme ich, ist okay. Ist okay. Geht aber, glaube ich, kein Stern hoch, oder? Doch! 6 Sterne! Wir haben am Sonntag erst darüber geredet. Jetzt habe ich schon den nächsten Helden auf 6 Sterne. Was bedeutet, wenn ich ihn jetzt auf Level 2000 level und komplett Soul booste, hat er seine maximale Kampfkraft. Der 7. Stern gibt nur Z-Fähigkeit noch dazu. Jetzt kann er seine maximale Kampfkraft erreichen. Geil! Das war schon komplett wert, das Opening. Mega nice. Wir haben noch 3 Versuche. Okay. Mein Glück lebt noch. Ich bin jetzt sehr froh. Super Saiyajin und Sparking. Alles ist wieder okay. Alles ist wieder okay. Ich hatte schon Angst, ne? Natürlich ist, wie gesagt, es ist niemals irgendwie auch nur zu 100%, dass man... Wie ich in den Tickets-Openings immer das Sparking zieht, das ist nicht der Normalfall. Das ist echt Glück. Und dann auch noch einen Helden aus 6 Sterne. Oh, das ist schön. Das ist schön. Dann nehme ich den Ginyu auch noch, ne? Dann nehme ich den Ginyu auch noch. 3 Tickets noch, Leute. Oh Mann. Ich bin echt gespannt, was morgen am Mittwoch in Dragon Ball Legends geupdatet wird. Was wir vielleicht schon eben letzte Nacht erfahren haben. Wie gesagt, jeder, der den Livestream gestern Nacht nicht gesehen hat um 1 Uhr, oder heute Nacht um 1 Uhr, kann man eigentlich sagen. Wer nicht gesehen hat, keine Angst, es gibt ein News-Video, wenn irgendetwas Relevantes dabei war. Denn ich spiele ja auch Dragon Ball Xenoverse. Wir haben auch schon einige Male Dragon Ball Fighters gespielt, ne? Vielleicht kommt da was, oder halt Dragon Ball Legends, ne? Ich hoffe ja auf eine gigantische Dragon Ball Legends-Ankündigung. Dann kriege ich, wenn ich am Morgen aufstehe, die Tür schon nicht mehr zu. Nappa geht auch zu 7 Sternen, ne? 2 Tickets. Aber ich bin zufrieden. Wir haben eine Pan, eine Super Saiyajin, ich habe einen Helden auf 6 Sterne. Ich bin fein damit. Diese 14 Tickets waren schon wieder geil. Wie kann ein Rabbit alleine mit so viel, mit den Tickets immer so Glück haben? Ich kann euch immer nur raten, Leute, spart euch die Tickets. Macht's wie ich, spart euch über 10 Tickets, immer schön zusammen und dann macht ihr euch irgendeinen Kaffee oder irgendeinen Scheiß und dann öffnet ihr das in Ruhe. Und immer einzeln. Ich kann euch nur zu einzeln raten. Unser nächster Son Goku. Dieser Hero wird wahrscheinlich wirklich unsere erste 7-Sterne-Karte. Das ist krass. Letzte Ticket für heute. Können wir noch was ziehen? Und dann kommen die Spoiler. Können wir noch was ziehen? 5 Kapseln! Kein Super Saiyajin, aber 5 Kapseln! Unentschieden.
Was? 5 Kapseln, da machst du unentschieden? Blaue Schrift? Kein Super Saiyajin. Das waren die schlechtesten 5 Kapseln, die wir je hatten, glaube ich. Alter, 5 Kapseln und du gibst mir eine Hero-Karte? Okay, ein Extreme wenigstens. Okay. Okay. Bei 5 Kapseln und eine Hero wäre ich jetzt vom Sessel gefallen. Tau, bye bye. Wie hoch ist der eigentlich? Auch am Weg zu 7 Sterne. Krass. Krass. Und das waren jetzt, glaube ich, all unsere Tickets, die wir jetzt öffnen können. Das kann ich erst, wie gesagt, das letzte Ticket bekomme ich am Dienstag. Will ich aber eh noch nicht öffnen. Will ich eh noch nicht öffnen. Hier haben wir gezogen, hier haben wir gezogen, hier haben wir jetzt keine Tickets mehr. Perfekt, wir sind fertig. Wir sind durch, Leute. Und es war ein fucking erfolgreiches Opening. Ich habe schon wieder einen Helden. Eine Sparking. Auf 6 Sterne. Das ist halt geil. Maximale Kampfkraft, Leute. Geil, hat sich gelohnt. Freut mich. Und ja, Leute, wie gesagt, später kommt zu 99% jetzt noch ein News-Video am Abend. Hier ein kurzer Spoiler. Hier nun ein kurzer Spoiler, nachdem ich mir aufgehoben habe. Ganz kurz in die Kamera. Leute, die ein bisschen mit dem Spiel vertraut sind. Ich muss kurz gucken, wie ich das halten soll. Wissen sofort, was hier abgeht. Und das sind 10 Stück, glaube ich. Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Erster Spoiler, zweiter Spoiler, auch ganz kurz. Ja, es ist spiegelverkehrt. Soll das Ganze noch ein bisschen schwerer machen. 2 Spoiler habt ihr nun gesehen, was so alles kommt in nächster Zeit. Und Leute, es gibt noch viel, viel mehr. Lasst gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen. Wie gesagt, morgen hoffentlich geile Update-News in Dragon Ball Legends. Ich freue mich schon an den Arsch weg. Ich liebe Updates in dem Spiel. Und am Abend, wie gesagt, heute noch das News-Video zu dem Livestream, der mich hoffentlich, wenn ich am Dienstag am Morgen aufstehe, aus den Socken haut. Leute, viel Spaß. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Haut rein und ciao.